So, einen schönen guten Abend. Ich möchte euch und Sie recht herzlich begrüßen zu der Veranstaltung heute Abend. Ich habe einen speziellen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Konstantin von Notz ist mein Kollege. Er ist aus Mölln, Schleswig-Holstein. Weil du bist halt aus SH Schleswig-Holstein gekommen. Einen weiten Weg hierher gemacht. Kein Wahlkampf. Das habe ich heute Morgen noch gemacht. Und er ist bei uns zuständig für Netzpolitik und ist auch Mitglied in der Internetkommission oder Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft. Komplizierter Name. Wir liegen, glaube ich, auch goldrichtig zeitlich mit der Veranstaltung hier. Wir haben ja zurzeit Diskussionen um das Urheberrecht, ganz aktuell. Im Europäischen Parlament liegt die Entscheidung zu ACTA. Der Innenminister und die Justizministerin streiten sich schon wieder und immer noch um die Vorratsdatenspeicherung. Also es ist brandaktuell das Thema und es beschäftigt uns natürlich auch im normalen Leben. Wir sind alle mit dem Internet befasst. Wir hantieren mit Computern, mit Laptops, mit iPads, mit Smartphones. Wir laden uns Apps runter ohne Ende und wir sind sehr kommunikativ oder sehr viele zumindest. Da gibt es auch eine digitale Spaltung, aber sehr viele sind sehr kommunikativ. Wir bewegen uns in sozialen Netzwerken und die Frage ist natürlich, welche Konsequenzen entstehen daraus für den Einzelnen, für den Personenschutz, den Datenschutz. Geht die Freiheit im Internet über alles oder muss man auch Regeln einführen? Wie weit sollen solche Regeln gehen, ohne dass die Freiheit wieder zu sehr eingeschränkt wird? Wie sollen eigentlich Urheber ihre Rechte behalten können, aber Konsumenten trotzdem auch konsumieren dürfen? Das sind alles wesentliche Fragen. Und Konstantin, ich hoffe, dass du uns viele Antworten geben kannst heute Abend oder zumindest auch Gedankenanstöße. Das würde ich gerne versuchen. Vielen Dank, Priska. Vielen Dank für die nette Einladung. Und ich freue mich, dass wir über Netzpolitik heute reden können. Ich würde folgenden Vorschlag machen. Ich versuche so 30, 40 Minuten lang so eine kleine Einführung in den Bereich insgesamt, was wir darunter im Augenblick verstehen und was wir darunter diskutieren. Es ist aber im Grunde das Querschnittsthema unserer Zeit, deswegen kann man das nicht irgendwie an einem Abend vortragsmäßig abdecken und sagen, so jetzt ist dazu auch alles gesagt. Deswegen wäre es gut, wenn wir nach so 45 Minuten ins Gespräch kommen. Wenn ihr zwischendrin schon Fragen habt, nur zu. Genau, ich würde erstmal anfangen, einen kleinen Überblick zu geben, vielleicht ganz kurz noch zu mir. Ich bin erst seit 2,5 Jahren im Bundestag, bin Innen- und Netzpolitischer Sprecher und 41 Jahre alt und Rechtsanwalt und habe auch 6 Jahre als Rechtsanwalt in Mölln gearbeitet. Vielleicht fängt man am besten damit an, warum ich eigentlich Netzpolitischer Sprecher bin. Das war nämlich am Anfang, als ich angefangen habe in der Bundestagsfraktion, erstmal durchaus eine Diskussion. Sofort haben die Energiepolitiker gesagt, ja, also netzpolitisch, das ging ja gar nicht und so, da wäre zu große Verwechslungsgefahr. Nicht, würden alle denken, wir reden von den Energienetzen. Nenn dich doch internetpolitischer Sprecher. Und und dann haben wir gesagt, also wenn ich mich internetpolitischer Sprecher nenne, dann können wir es gleich lassen. Und dann ging es hin und her und nachher haben wir es gemacht. Und inzwischen hat die Linksfraktion und auch die SPD nachgezogen. Alle haben jetzt netzpolitische Sprecher. Das spricht eigentlich dafür, dass der Themenbereich tatsächlich sehr wichtig geworden ist. Man kann wirklich sagen, dass das Thema Netzpolitik sehr en vogue ist. Nach der Bundestagswahl hat es, ich würde es mal so nennen, ein kollektives Aufwachen gegeben, dass in dem Bereich irgendwie politisch was Relevantes passiert. Den hat es nicht nur in der Politik gegeben, den hat es zum Beispiel auch erst dann in den Medien gegeben. Also parallel zu der Gründung der Enquete-Kommission, zu der ich gleich vielleicht noch ein bisschen was sage, haben zum Beispiel auch die Zeitungen und Redaktionen von großen Zeitschriften, Stern und Ähnlichem
erst angefangen, netzpolitische Redaktionen aufzubauen, Redakteure, die für Netzpolitik zuständig sind. Und es hat so in Berlin allgemein so eine Bewusstwerdung, das ist irgendwie ein relevanter Politikbereich. Woran liegt das? Das lag zum einen an dem nicht unerheblichen Erfolg der Piratenpartei bei der Bundestagswahl. Da haben wir nämlich irgendwie 2,8% gemacht und das war erstaunlich für eine damals noch sehr, sehr kleine Partei. Aber die Piraten sind eigentlich nicht Triebfeder dieser Entwicklung, sondern sie sind eine Frucht. Also sie entstehen sozusagen auf dem Nährboden der Veränderung unserer Gesellschaft durch Digitalisierung und das Internet. Ich bin ab und zu eingeladen beim Bitkom, es gibt mehrere IT-Verbände, so heißt das ja, Verbände der IT-Industrie, und der Bitkom ist der größte. Und der ehemalige Präsident des Bitkom, der sagte immer zu Beginn der Veranstaltungen, die sie machen, sagte der, meine Damen und Herren, ich stehe hier für 1000 Unternehmen, diese beschäftigen 800.000 Menschen und wir haben einen Jahresumsatz von 130 Milliarden Euro. Das ist eine Ansage und man merkt daran, dass unabhängig von dem Umstand, dass wir alle mit IT, Digitalisierung und Kommunikation über das Netz oder die meisten von uns täglich betroffen sind, dass sich auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel in der Wirtschaft, vieles verschoben hat. Die IT-Industrie ist heute ein wesentlicher Arbeitsplatzbeschaffer und Geber und ein echter Wirtschaftsfaktor. Und wenn so jemand wie der Präsident des Bitkom mit der Kanzlerin reden will, dann ruft er sie einfach an, ja, weil er inzwischen sehr einflussreich ist. Es ist nicht mehr nur die deutsche Automobilindustrie, sondern eben auch solche Zweige der Wirtschaft. Und deswegen gab es insgesamt so eine Erkenntnis, dieser Bereich Internet, Digitalisierung, da muss man irgendwie mal politisch drauf gucken. Und immer wenn der Deutsche Bundestag, hat ja 22 Fachausschüsse von Sport über Innen bis zu der Bundeswehr, alles, aber wenn er sich und den wichtigsten von allen, den mächtigsten von allen, den Haushaltsausschuss, ja, aber so zu Internet und so gibt es nichts. Und wenn der Bundestag mal so richtig grundsätzlich sich mit einem Problem auseinandersetzen will, dann gründet er eine Enquete-Kommission. Wusste ich bis vor 2,5 Jahren auch nicht, habe ich gelernt. Gab es in der Vergangenheit zur Kulturpolitik zum Beispiel. Und da sitzen wir jetzt, 17 Abgeordnete, 2 von den Grünen, 2 von der Linken, 3 von der FDP und dann so nach Proporz bis zu 6 Leuten, glaube ich, von der Union. Nee, 5. 17 Abgeordnete und die spiegeln nochmal 17 Sachverständige, die die Fraktion nach ihrer eigenen Stärke benennen können. Ja, also wir Grünen durften 2 Leute benennen als Sachverständige für diese Enquete-Kommission. Und wir haben Jeanette Hofmann benannt, das ist eine Wissenschaftlerin, die im Bereich von E-Government, aber vor allen Dingen im Urheberrecht viel geforscht hat in den letzten Jahren. Und Markus Beckedahl, den einige kennen, der den größten Blog, das größte Blog in Deutschland betreibt, netzpolitik.org. Und das sind unsere 2 Fachleute und dann sitzen also 17 plus 17, 34 Leute zusammen und versuchen da in der Enquete schlaue Dinge aufzuschreiben. Am Ende werden wir wohl knapp 1000 Seiten Papier produziert haben und das zeigt auch schon so ein bisschen das Problem mit so Enquete-Kommissionen. Früher haben die eben hinter verschlossener Tür gearbeitet, 2, 2,5, manchmal 4 Jahre und dann kam so ein 700, 800 Seiten Papier ausgeworfen und das war dann sozusagen das Dokument der Erkenntnis. Wir haben gesagt, für die Enquete-Kommission kann das nicht gelten. Eine der Chancen, die im Internet liegen, ist, Politik transparenter zu machen, Menschen stärker zu beteiligen. Und deswegen haben wir 2 Dinge gemacht und durchaus auch auf scharfen grünen Druck hin ist es gelungen, das durchzusetzen. Wir haben alle Sitzungen der Enquete-Kommission selbst öffentlich gemacht. Die werden gestreamt, kann man zugucken, wie die Diskussionen laufen. Und wir haben ein Beteiligungstool installiert, Autocracy, eigentlich eine Weiterentwicklung von Liquid Democracy, was die Piraten benutzen, das ist so ein Diskussions-
Instrument, nicht? Vielleicht haben das einige von euch schon benutzt. Man kann also nicht nur irgendwie kommentieren, sondern man kann auch bestimmte Meinungen und Vorschläge bewerten und abstimmen. Und unsere Erfahrungen sind da eigentlich ganz gut. Jetzt arbeiten wir in 12 Arbeitsgruppen. Die Hälfte oder etwas über die Hälfte der Arbeit ist getan. Und versuchen da wirklich die gesamte Bandbreite dieses großen Themas abzuarbeiten. Und es betrifft eigentlich wirklich alle Lebensbereiche, kann man sagen, Netzpolitik. Ja? Also es geht natürlich von der Arbeitswelt und wie die sich verändert, bis hin zur Transformation unserer Medienwelt, bis zu den Fragen des Datenschutzes und natürlich des Urheberrechts und sehr technischen Fragen wie der Netzneutralität und der Breitbandversorgung überhaupt in Deutschland. Ja, wie gut ist die Netzversorgung vor Ort? Alles sehr relevante Fragen. Und genau, und da versuchen wir jetzt eben diese Papiere zu erstellen und möglichst viele Anregungen aufzunehmen. Ich bin selbst Vorsitzender der Gruppe Demokratie und Staat. Da geht es darum, wie wir das Internet nutzen können, um Politik transparenter zu machen und mehr Beteiligung zu schaffen. Und sind bald fertig mit der Projektgruppe und hatten eine sehr, sehr gute Beteiligung über Etocracy und konnten zum Beispiel, wir hatten insgesamt 75 Vorschläge, bevor die Arbeit überhaupt losging, wie, was für Themen man behandelt und so. Und die konnten wir komplett in unsere Gliederung der Arbeit aufnehmen und haben praktisch alle Vorschläge, die von außen, von ganz normalen Menschen gekommen sind, eben in unser Arbeitsprogramm aufgenommen. Wenn es euch näher interessiert, findet man gut auf den Seiten des Deutschen Bundestages, die überhaupt recht gut sind, muss man sagen, unter Umgeldkommission. Ja, da kann man auch mal gucken, wie Etocracy funktioniert, wenn man das noch nie gemacht hat. Von all den Themen, die es gibt, würde ich gerne 2 bis 3 raussuchen. Das ist ein bisschen beliebig, denn es gibt natürlich ganz viele Themen. Aber wenn euch irgendwas fehlt, dann kann das ja einfach zur Sprache gebracht werden. Dann in der Runde werden wir diskutieren.